Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Irgendwie läuft das komisch hier. Ich habe eben noch mal meine Kupplung umgebaut. Das ist es. Und meinen Höherlegungssatz rausgeholt. Gucken, ob das jetzt besser ist. Ja, irgendwie nicht. Das fühlt sich auf jeden Fall ganz weird an, dass die jetzt wieder so tief ist hinten. Alter! Okay, ganz weird. Auf jeden Fall werden wir jetzt zum Container fahren. Einmal um die neuen Zuschauer hier abzuholen. Wir hatten vor genau einem Jahr hatten wir einen schweren, wie soll man das sagen, Tiefpunkt, Niederlage. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir einen Container, wo unsere ganzen Stuntroller, Motorräder, alles Mögliche drin standen. Und der wurde uns dann angezündet. Das war Brandstiftung und es ist alles restlos abgebrannt. Also ganze Verkleidungen und so sind alle abgebrannt. Er hat ja seine Booster auch da drin stehen. Die ist auch komplett abgebrannt. Das ist eine andere jetzt. Für die, die es noch nicht wussten. Ne? Und wir werden jetzt zum Container fahren und dann ein Burnout machen. So als Jahrestag-Ding. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach komplett lost gerade. Ich habe jetzt seit seit über einem Monat keinen Vlog mehr aufgenommen. Deswegen kam auch nichts. Es lag am Wetter oder keine Zeit. Kein Geld für Sprit. So, Aerox frisst ja nicht gerade wenig. Ja, hier sind wir damals immer mit unseren Stuntrollern dann hingefahren zum Container. Haben hier dann immer schön Wheelies gepoppt, was wir jetzt auch tun werden. Digga, das ist ganz weird mit der Aerox. Ganz, ganz komisch. Wir hatten ihn hier im Industriegebiet und deswegen ist es auch so spät erst aufgefallen, dass er gebrannt hat. Ich werde euch gleich, werden wir den Container euch mal zeigen. Also wir können nicht aufs Gelände gehen, weil wir den ja nicht mehr haben. Also wir haben den Container ja nicht mehr und deswegen... kurz ehrenlos schnell geworden. Der rote Container, er war damals nicht rot. Er hatte genau wie die anderen eine andere Farbe, also dieses komische Grau, und der rote hat uns gehört und der ist dann abgebrannt. Die Wohnwagen standen zum Glück nicht daneben. Aber ja, ist es halt passiert. Ne? Ich werde gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Was wollen die denn jetzt? Digga, das ist halt jetzt ganz blöd. Aha. Und dann waren wir hier immer damals, habt ihr vielleicht auch ein paar Videos gesehen. Dann waren wir dann immer hier, das war so unsere Wheelie-Meile und hier habe ich auch Wheelies gelernt tatsächlich auf dieser kleinen Strecke. Ja, die vom TÜV dachten sich auch. Hä? Ach, das waren TÜV, Leute! Ach so! Burnout? Mal gucken, ob die Aerox springt oder nicht. Ah, die springt wie... Ich krieg keinen hin, aber er hier. Oh, Junge! In Ehren an den Container! Yeah.
Auf die Aerox kommt jetzt bald auch ein kleines Update drauf. Ein kleiner Update-Zylinder. Ich kann so viel verraten, es wird auf jeden Fall ein Stage 6. Es wird kein MK2. Ja, Junge. Ah, ist das eklig. Genau deswegen kommt ein anderer Zylinder, auf jeden Fall ein leistungsstärkerer, der nicht mehr produziert wird. Die Leute, die sich auskennen damit, die werden auf jeden Fall jetzt wissen, welcher Zylinder gemeint ist. Wo will der denn jetzt hin? Ja, mein Auspuff ist auf jeden Fall mies undicht. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Wird bestimmt noch mehr Leistung. Jetzt. Komm bloß nicht auf dumme Ideen, Junge. Der Typ, ne? Der ist Ballerballer im Kopf. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Irgendwas ist kaputt bei dem. Ja, genau, auf jeden Fall zum Containerbrand nochmal. Der Container, wie gesagt, da standen alle unsere Roller drin, Motorräder hast du nicht gesehen. Wir haben da jeden Tag gechillt. Haben natürlich auch viel Kacke da gebaut. Und der wurde uns dann angezündet, genau zu dem Datum, jetzt auf den vom 20. auf den 21. Wenn ihr das Video sehen werdet, das wird morgen sein, also am 21. Ja, und dann hatten wir das natürlich alles zur Anzeige gegeben, hatten nichts versichert, gar nichts. Und bis jetzt haben wir auch noch nichts bekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde. Wir hatten natürlich eine Person genannt. Was ich jetzt natürlich hier im Video nicht mehr machen werde, aus Datenschutzgründen. Ja, aber es ist, wie gesagt, bis jetzt noch nichts bei rumgekommen. Wir haben keinen Schadensersatz oder sonst irgendwas zurückbekommen. Wir sind praktisch auf dem Schaden komplett sitzen geblieben. Ja. Ja, das ist halt doof, ne? Hat die gerade eine Fehlzündung geballert? Sollen wir wieder zurück und dann gebe ich dir hinten den Akku. Ja. Ja, da Stefan keinen Akku mehr hat, muss ich den Vlog praktisch vorzeitig beenden. Wir fahren jetzt noch einmal bis nach ganz hinten und dann gebe ich dir mal einen Akku. Ach, Digga. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Alles heavy tuned, fette Teile, wie du siehst. Alle Leute glotzen, wenn wir wieder durch die Street schießen. Kein Feinstaub, keiner muss niesen, denn wir fahren keinen Diesel.